Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, unser Ölzug ist unterwegs, der bringt Rohöl zu der Raffinerie hier oben. Moment, ich muss nochmal schnell gucken. Jawohl, hier, Ölraffinerie, und hier wird das dann umgewandelt in Normalöl. Kommt dann hier hin, kommt hier hin, dann wird Treibstoff draus gemacht. Und dieser Treibstoff wird ja dann von unseren süßen kleinen Teilen hier, genau, von denen, in die Stadt gebracht. Das haben wir schon mal gemacht. Was wir noch nicht gemacht haben, ist uns überlegt, wie kriegen wir den Treibstoff denn auch nach Wittlich. Weil Wittlich möchte ja eben auch Treibstoff, man sieht das hier. Da, Treibstoff und Waren. Waren haben wir noch nicht. Wir müssen uns zuerst mal auf den Treibstoff beschränken. Das könnte eigentlich auch noch der gleiche Zug machen. Von Wagen her wird es gehen. Er muss ja eh hier zurückfahren. Das Problem ist einfach, das ist dann ein bisschen ein ewig weiter Weg. Das müssen wir irgendwie anders machen. Mir gefällt schon eigentlich nicht, dass der hier hinten Rohöl holt, den ganzen Weg hier hinfährt und dann auch noch hier rauf und wieder zurück und so weiter. Das müsste man mit mehreren Zügen machen. Wie sieht es mit dem Geld aus? Ja, wir haben hier tatsächlich verdient. Schau mal an. Okay, das würde also soweit passen. Und hier unten, wie haben wir das denn gelöst? Da haben wir tatsächlich, Moment, Linien aufrufen. Jawohl, den Personenzug hier. Das müsste also klappen, dass wenn der Güterzug dann hier reinfährt, dass er hier das Öl ablädt. Das würde funktionieren. Ich bin tatsächlich ein bisschen unschlüssig. Sollen wir den armen Zug, wo ist er? Er ist weg. Nein, ist er jetzt echt schon hier hinten? Nö. Hä, wo ist er denn? Man hat mir meinen Zug geklaut. Ach, der ist erst hier unten. Ja, der muss warten. Das muss natürlich auch nicht sein. Beziehungsweise doch, es muss halt sein. Weil wir das so gebaut haben. Aber die Züge, die sind halt so langsam. Wenn der jetzt hier auch noch warten muss, das gefällt mir überhaupt nicht. Das müssen wir irgendwie anders lösen. Wir machen das hier zweigleisig, würde ich vorschlagen. Und zwar darauf. Okay, wir schnappen uns ein Gleis. Dann ist es wenigstens fürs nächste Mal sozusagen korrigiert. Gehen wir mal hier raus. Zack, einmal drehen den ganzen Spaß. Düsen hier runter. Und jetzt muss ich hier schnell gucken. Da muss ich das Ganze dann kappen, sobald der weg ist. Und dann wird das hier weiter zweigleisig. Okay, er ist so gut wie weg. Können wir wegnehmen. Muss ich das hier hinten auch noch abreißen? Ja, das ist krumm. Krumm geht nicht. Ich hoffe, der schnallt, dass wir ihm gleich wieder sein Gleis zurückgeben. So, das hätten wir. Also, dann haben wir das bis hier unten zweigleisig. Jetzt können wir nämlich hier mit den Signalen noch was machen. Mal hier noch eins. Und hier müssen wir natürlich eine Weiche haben dann. Ich mache das mal hier hin. Der Zug ist nicht so lang. Der sollte hier nicht drüber stehen. Das müsste eigentlich klappen. Gut, jetzt brauchen wir aber noch die Weiche. So, einmal darüber. Okay, das würde auch passen. Jetzt schnappen wir wieder die Signale. Und jetzt haben wir nämlich hier, zack, die Weiche. Und das passt. Und der Rest ist ja eingleisig. Müsste funktionieren. Wir können mal schnell die Linien aufrufen. Ja, die düsen nach da, der düsen nach da. Okay, das müsste besser gehen wie vorher. Also jetzt müsste der eigentlich fahren können. Gut, aber eben, es ist halt trotzdem noch eine ewig weite Strecke. Meine Herren. Und dann von da nach da. Was wir machen könnten, wäre, dass wir einen Zug haben, von da hier runter. Und dann den nicht mehr da hochfahren lassen. Wisst ihr, was ich meine? Ich guck mal schnell bei der Linie. Das haben wir ja, glaube ich, so geplant. Linie konfigurieren. Ja, Wittlich Ost haben wir hier und dann fährt er tatsächlich nach Großdingens da oben. Das soll er genau nicht tun. Das macht der andere Zug. Der holt hier das Öl, bringt es da rauf und holt dann dort den Treibstoff und bringt den hier runter, der nächste Zug, den wir machen. Allora, dann können wir Großteaming, oder wie das heißt. Das nehmen wir raus. Passt, dann dreht er hier und fährt wieder zurück. Ist in Ordnung. Dann brauchen wir jetzt eine neue Linie. Müssen wir noch gucken, wie wir das machen mit den Gleisen. Und der fährt, ich gucke mal schnell, hier hin. Zack, okay, fährt da rauf. Da müssen wir, ne, da haben wir schon so ein Ding, dass er hier reinkommt. Passt, dann holt er hier das Öl, düst hier rauf, lädt das hier ab. Und nimmt aber gleichzeitig auf dem Rückweg dann eben den Treibstoff mit. Gut, von der Linie her wird es passen. Wir können die benennen. Das ist dann im Prinzip... Das ist noch schwierig, weil einerseits ist es tatsächlich ein Zug, der transportiert Rohöl darauf. Andererseits, also im Endeffekt ist es der Zug, der halt tatsächlich hier nach Wittlich den Treibstoff bringt. Machen wir das so. Wittlich
Klar, wieder klein geschrieben. Wit. Haben wir Doppel-T? Jawohl. Witlich. Treib. Wahrscheinlich auch klein. Nee, passt. Treibstoff. Okay. Haben wir. Jetzt brauchen wir den Zug. Beziehungsweise, jetzt muss ich schnell gucken, wo müssen wir es noch zweigleisig haben, damit die hier halbwegs in Ruhe fahren können. Hier haben wir es zweigleisig. Okay, schon mal gemacht. Und hier diesen Bereich. Ne, das können wir eigentlich lassen. Aber ich hätte gerne... Ja, da haben wir ein Signal. Dann muss er hier warten, wenn der andere kommt. Das ist mir fast ein bisschen zu weit. Ich möchte das hier nochmal kurz ein bisschen ändern. Im Prinzip brauche ich nur hier nochmal ein Gleis. Das war hier... Weil er muss halten, der andere muss halten, sonst halten die in den gleichen Gleisen. Das ist ein bisschen unglücklich, würde ich sagen. Und dann machen wir das hier zweigleisig und ziehen das eine nach da, das andere nach hier. Wir werden nochmal kurz ein bisschen bauen. Würde ich vorschlagen. Allora, wir machen hier konfigurieren. Die Kamera hüpft wieder vor Freude. Und zwar entweder eine Plattform oder ein Gleis. Aber ich würde sagen, wir machen zuerst mal ein Gleis hier hin. So, dann eine Plattform. Und zwar Cargo. Kostet, man sieht, das kostet tatsächlich ein bisschen Geld. Okay, jetzt gehen wir raus. Während er hier wie ein wahnsinniger Tutut macht. Schön. Gleis. So, hier runter. Oben müssen wir dann noch eine Weiche machen, damit der dort weiterkommt. So, irgendwie gerne. Aber angedockt, wenn es irgendwie geht. Gerne nach hier, dann werden wir die Bahnsteige tauschen. Und dann machen wir hier wieder so ein Teil. Und passt. Gleich die Signale setzen. Weil es so einfach geht. Das wäre dann hier. Okay, hier ist es wieder eingleisig. Das lassen wir für den Moment zumindest mal noch. Ich muss am Schluss dann genau gucken, wie wir das hier am besten machen. Das ist jetzt nicht ewig lang, das Ding, aber es müsste was bringen. Okay, und hier machen wir sicher Weichen hin. Einfach A, damit wir sie haben. Machen wir mit 80 km/h. Und hinten müssen wir auch noch eine Weiche haben, damit der Zug dort eben weiterkommt. Das wäre dann hier. Jetzt schauen wir mal, wie die das machen hier mit der Zuteilung, wenn wir die Linien haben. Okay, der fährt hier rein, der andere fährt da rein. Das ist natürlich genau nicht, was wir wollen. Das müssen wir schnell ändern. Bei Wittlich Treibstoff machen wir das. Nee, der soll genau hier rein. Ist eigentlich besser. Die grüne Linie soll eins rüber. Jetzt müssen wir noch wissen, welches hier die grüne Linie gleich nochmal war. Rohöl müsste die hier sein. Ja, ist er auch, sehr gut. Hätte ich jetzt auch beim Bahnhof natürlich lösen können. Das wäre vielleicht fast cleverer gewesen. Moment, wenn wir hier die Terminals haben. Die grüne Linie, die soll im Terminal 2. Macht sie das? Macht sie nicht. Okay, kommt sie nicht rüber oder was hast du für ein Problem? Moment, dann meinen sie E1 rein. Oder ich sehe es nicht. Moment. Terminal 2, Linien. Nee, ja, das passt ja nicht. Okay, nochmal aufrufen. Terminals. Jetzt passt es. Doch, doch. Jetzt macht er das. Er macht das halt zweigleisig. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich werde hier das Zweigleisige beenden, dass die sich gar nicht irgendwie zu nahe kommen. Okay, das würde heißen, wir kappen das. Kappen das auch nochmal. Lassen die Weiche weg. Dann müssen wir aber auch einmal das Signal hier kappen. Das hier noch kappen. Und dann kommen sich die überhaupt nicht in die Quere. Nochmal schnell kontrollieren. Linien von hier nach da. Okay, das ist die andere Linie von hier nach da. Passt. Da oben rein und da kann er hier weiter. Die ist dann nach dort. Auch das passt. Der Zug fehlt natürlich noch, ist mir klar. Wir bräuchten aber hier auch noch zweigleisig, weil hier sind jetzt zwei Linien unterwegs. Also, auch das werden wir angehen. Und so haben wir natürlich nach und nach immer mehr zweigleisige Bereiche. Und das sieht sowieso viel cooler aus, wie wenn es nur eingleisig ist. So, hier ran. Dankeschön. Gerne hier noch. Relativ lange Weiche. Gleich wieder Signal schnappen. Einmal drehen. Habe ich hier was vergessen? Ne, das war nur der Schatten. Da haben wir Glück gehabt. Ich dachte schon, da wäre wieder irgendwie ein Gleis. Dass ein Gleis fehlt. So, machen wir das zweigleisig. Wir machen es zweigleisig. Bestens. Gut, einen Zug brauchen wir. Wir haben 3,5 Millionen. Können wir uns sogar leisten. Hier haben wir ein Depot. Das ist auch perfekt. Okay, Fahrzeug kaufen. Ja, gerne nochmal irgendwie ein bisschen was Leistungsstarkes hinzufügen. Und dann hier natürlich die. 1, 2, 3, 4. Gut, gut. Hier die Leistung. Viel mehr braucht er, glaube ich, gar nicht. Weil, ja,
ich glaube, so viel Öl produzieren wir hier zu Beginn nicht. Wir können dann jederzeit wieder aufrüsten. Also das geht ja auch. Okay, kaufen wir. Linie zuweisen wäre hier wirklich Treibstoff. Sehr gut, gehen wir raus. Gucken natürlich und ich würde sogar sagen, wir fahren ein bisschen mit. Ich könnte mal noch schnell gucken. Nein, nicht das, sondern hier. Dass wir hier nochmal ein bisschen was zurückzahlen. Man sieht, wir haben noch... Jetzt haben wir 300.000 und 4 Millionen haben wir noch an Darlehen. Das sollte dann die Zinsen auch ein bisschen zurückstutzen. Sehr gut. So, schön. Und ich freue mich auf die Zeit, wo dann tatsächlich mal die ersten anderen Züge kommen. Also nichts gegen Dampflokomotiven, um Gottes Willen. Ich liebe die Teile nach wie vor. Aber ich möchte jetzt auch mal wirklich hier einen Diesel sehen. Und später dann ein Elektrofahrzeug. Wir haben 1881. Vielleicht müsste man halt öfters doch mal noch mit dem Tempo ein bisschen rauf. Aber ihr kennt meine Philosophie. Zum Fahren. Wobei, nee, stimmt ja gar nicht. Also wenn wir mit den Teilen unterwegs sind, dann stelle ich ja in der Regel zack, zack, das Ganze doch ein bisschen höher. Ganz einfach, weil es sonst halt zu lang dauert. So, jetzt wieder mit IC-Tempo einmal hier nach da vorne. Habe ich die Reihenfolge richtig? Weil er soll natürlich nicht jetzt hier halten. Das muss ich nochmal schnell gucken. Unterwegs nach Wittlich. Doch, das müsste stimmen. Weil hier muss er einfach durch den Bahnhof durchdüsen. Hier muss er nicht nochmal anhalten. Sonst nimmt er hier dann Rohöl mit. Und hat zu wenig Platz auf der anderen Seite für Treibstoff. Cool. Einmal durch den Dschungel. Aha. Wir müssen warten. Haben wir da doch noch irgendwie was drin? Was so nicht? Oh, neues Fahrzeug. Ah. Okay. Nochmal die T3. Aha. Nochmal eine Dampflokomotive. Warum wartest du? Weil der da unterwegs ist. Wartest du noch? Oh, mehrere Fahrzeuge sind verbraucht. Guck mal an, jetzt haben sie das auch noch eingedeutscht. Es gab ein Patch. Der hat die Kamera ein bisschen fixiert. Dass man eben nicht dort landet, wo man hinfährt, sondern dort, wo man angefangen hat. Ne, umgekehrt eben, dass man nicht dort wieder anfängt. Also ganz langsam. Dass die Kamera nicht dort ist, wo man gestartet ist, sondern dass eben dort ist, wo man aussteigt aus dem Fahrzeug. Aber sie flitzt noch ein bisschen relativ wild rum, habe ich gesehen. Gut, jetzt kann er fahren. Aber diese verbrauchten Straßenfahrzeuge, die gefallen mir natürlich auch nicht. Werden wir uns mal kurz ansehen. Machen wir nicht hier. Dann hier Fahrzeugliste. Du bist... Ja, jetzt ist es weg. Ich muss mal gucken, wie man hier genau den Fahrzeugersatz bei den Linien macht. Das ist mir irgendwie noch nicht so ganz wirklich hundertprozentig klar. Einzelne Fahrzeuge tauschen, ja. Oder hat man hier vielleicht sogar eine Liste? Unterhalt. Eben, der Unterhalt anscheinend, wenn man hier rauf geht, also sehr hoch der Unterhalt, dann altern sie halt weniger schnell. Da ist dann die Frage, was ist wirtschaftlicher? Wenn man hier auf meinetwegen 25% geht, Betriebskosten gehen hoch und dafür halten sie ein bisschen länger. Ich weiß es nicht. Wir können das ja mal anwenden. Wir wenden das mal an hier bei diesem Zug und behalten den einfach im Auge. Aber ich bräuchte jetzt irgendwie einen Hinweis. Zum Beispiel, Moment, doch bei den Fahrzeugen. Bei der Fahrzeugliste. Ich möchte das immer hochziehen, das geht ja nicht. Dass ich hier irgendwie sehe, wer von denen ist alt. Wen muss man ersetzen? Das sieht man hier nicht. Wahrscheinlich sieht man es irgendwo anders. Die Frage ist, wo? Weil die verursachen natürlich sonst irgendwie wirklich massive Betriebskosten. Diese alten Teile, da macht man keinen Gewinn mehr. Das ist ein bisschen la Problem. So, du bist unterwegs. Hast natürlich noch nichts dabei. Oh, hier müssen wir aber auch noch gucken. Momento. Wenn ich jetzt hier klicke, sehe ich dann die Verbrauchten. Wo haben wir das? Bist du verbraucht? Ich sehe das halt tatsächlich irgendwie nicht. Leistungsbewertung schlecht. Verdrückert nein. Leistung. Ladegeschwindigkeit. 75 Wert. Alter 28 Jahre. Müsste man wahrscheinlich ersetzen. Haben wir hier. Aber ich möchte jetzt halt tatsächlich zuerst das hier machen. Das Problem ist, wir natürlich jetzt schnell laufen lassen. Ja, ich mache zuerst das hier, was ich wollte. Sonst vergesse ich das nämlich am Schluss, weil das bringt ja noch wahrscheinlich noch nichts. Da müssen wir gucken, wo muss der Treibstoff hin, ja? Na, ein bisschen was bringt's. Wenn wir gucken, diesen Abschnitt haben wir. Wir machen aber trotzdem hier hinten noch einen LKW-Port hin. Und zwar Gebäude. Das Teil. Wenn wir dich hier hinmachen, dann kriegen wir den ganzen Bereich dort mit. Okay, dann machen wir das mal. Zack, so. Und jetzt brauche ich noch hier vorne noch was, wo wir aufladen können.
Das wäre dann das Teil. Gerne mit Straßenanschluss. Und jetzt aber gucken, dass es nicht zu teuer wird. Ach, das kann man auch so hinhängen. Seht ihr dann, die Knubbel, die funktionieren auch in die Richtung. Sehr nett. 100.000 ist mir zu teuer. Kriegen wir dich irgendwie günstiger hin? Ja, hier ist es wesentlich günstiger. Und wir haben den Bahnhof immer noch. Und da haben wir sogar einen doppelten Straßenkontakt. Finde ich nett. Nehmen wir. Nicht nochmal drehen. Kaufen. Dankeschön. Neue Linie. Habe ich die schon erstellt? Nein. Neue Linie. Zack. Von hier. Nach hier hin. So. Das hätten wir. Die benennen wir natürlich noch. Das ist dann... Machen wir mal den Städtenamen. Wittlich. Gerne groß geschrieben. Wittlich. Dann machen wir das, wie wir das bei Transport 41 gemacht haben. Moment, aber mit Abstand. LKW. Damit wir wissen, dass das eben die städtischen Teile sind. Wittlich, LKW. Ja, dann ganz einfach, was wir eben liefern. Das wäre dann Kollege Treibstoff. Zack. Haben wir hier ein Depot. Hier haben wir Busse. Das heißt, wir haben irgendwo ein Depot. Da unten ist es. Straßen. Fahrzeuge kaufen. Cargo. Treibstoff. Da haben wir den Treibstoff. Alle Güter. Ich würde sagen, mit Treibstoff fahren wir geschlossen rum. Das ist mir zu gefährlich, wenn das offen ist. Wobei, man würde dann die Güter sehen. Die sind vielleicht tatsächlich schicker, weil man hinten drauf dann ein paar Fässer sieht. Ich nehme mal die. Machen wir mal zwei Stück. Mehr brauchen wir für den Anfang nicht, würde ich sagen. Das wären dann die hier. Sehr gut. Und dann haben wir das eben auch. Wo war das Depot gleich nochmal? Hier unten, hier kommen sie raus. Wir sind immer noch mit Kutschen unterwegs. Ja, wir müssen halt schneller stellen. Aber eben schneller stellen heißt dann auch wieder einen schnelleren Verbrauch der Fahrzeuge. Und jetzt haben wir hier tatsächlich nicht mehr so einen Riesengewinn. Ja, ja. Ich vermisse ein bisschen eine Liste, die mir auf einen Schlag alle alten Fahrzeuge anzeigt. Wahrscheinlich gibt es die Liste. Ich wüsste nur nicht, wo. Fahrzeugübersicht. Aha, okay, wir kommen der Sache näher. Vor allem, das kann ich hier sogar noch bewegen. Das ist sehr schön. Alter Ertrag. Okay, 30 Jahre haben wir hier. Da ist aber in dem Sinn nicht zu erkennen, dass man die ersetzen müsste. Wobei Zustand sehr schlecht. Ja, sagt natürlich auch einiges aus. Da sind ein paar sehr schlecht. Okay, und die muss ich jetzt aber alle einzeln ersetzen. Sehe ich das richtig? Oder kann ich die irgendwie alle markieren? Moment. Ich kann die gar nicht markieren. Also hier vorne nicht. Hier. Okay, jetzt Fahrzeug konfigurieren. Ersetzen. Und das ist dann aber tatsächlich nur dieses Einzelne. Was bist du gerade nochmal für ein Kollege hier? Europäisches Pferdefuhrwerk. Das wäre das hier. Okay, ersetzen für... Machen wir. Dann ist das, glaube ich, erledigt. Ich könnte die natürlich alle ersetzen. Ich weiß noch nicht, ob die alle... Ja, die sind eigentlich alle alt. Wenn man das mal so... Aber das Teil haben wir jetzt schon ersetzt. So, so geht es natürlich schneller. Aber die Gefahr ist irgendwie, dass man hier auch Fahrzeuge ersetzt, die man gar nicht ersetzen muss. Naja, gut, wenn sie alle von der gleichen Linie sind. Nehmen wir an, die haben wir mehr oder weniger gleichzeitig gekauft. So, nehmen wir wieder das hier. Ersetzen. Zack. Okay. Müssen wir haben. Wenn wir jetzt hier nochmal gucken. Jetzt haben wir hier ein bisschen abgebaut. Der Zug hier müsste noch ersetzt werden. Der ist auch sehr schlecht. Okay. Konfigurieren. Ich mache das halt tatsächlich jetzt mehr oder weniger zum ersten Mal. Also, das wäre der Zug 2. Stimmt das? Jawohl, der hier. Den müssen wir ersetzen. Moment, das kann ich so nicht machen. Hä? Fahrzeug konfigurieren. Ach, hier unten. Zug 2. Gewähltes Fahrzeug klonen könnte man. Ich möchte es aber ersetzen. Kann ich den sozusagen ersetzen mit dem, was wir hier haben? Das wäre natürlich auch einfacher. Weil Klon... Ja, okay, aber dann rausfinden, welcher jetzt der alte ist. Also das macht es irgendwie dann auch irgendwie fast ein bisschen komplexer. Naja gut, wir machen das halt so. Allerdings werden wir jetzt gucken, was hast du für eine Lok, die Borsig. Ich würde dir glatt das Teil hier empfehlen, beziehungsweise offerieren. Und dann haben wir hinten 14 mal D13. Wer ist hier D13? Offener Güterwagen. Das müsste eigentlich der sein. Er müsste zumindest einfach Getreide transportieren können. Das hätten wir hier. Ja, machen wir mit dem. Oder der kann nicht. Der kann auch nicht. Okay, müssen wir mit dem machen. Und dann haben wir hier einen Wagen. 14 Stück. Okay. Mal gucken, ob wir uns das überhaupt leisten können.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kostet 1,8, wir haben 2,6, können wir machen. Okay, ersetzen für. Zack, und schon haben wir hier wieder einen neuen Zug. Schauen hier nochmal schnell. Hier war's. Da haben wir den Zustand hier. Sehr schlecht, sehr schlecht, sehr schlecht. Das sind nochmal Kutschen. Die hier. Und hier sind es dann die Busse. Und danach ist nur noch schlecht sozusagen. Mittelmäßig und der Rest ist noch gut. Okay. Machen wir das natürlich auch noch. Dann haben wir es tatsächlich gemacht. Das wären dann hier. Aber nicht Fahrzeug konfigurieren, sondern ich möchte jetzt eben eigentlich wieder die Linie haben. Jetzt müsste ich wissen, wo ist das Teil drauf. Futtertransport wäre hier. Linie konfigurieren. Beziehungsweise, nein, eben nicht die Linie. Moment. Hab's gleich. Es ist ja tatsächlich irgendwie noch Neuland. Moment, machen wir nochmal zu. Schnappen das nochmal. Klicken die Linie an. Fahrzeuge konfigurieren. Jetzt habe ich es. Okay, die müssen wir alle. Einen kann ich hier umklicken. Alle ersetzen. Ersetze gewählte Fahrzeuge. Das hier war europäisches Pferdefuhrwerk. Das ist wieder das Teil hier. Ersetzen. Dankeschön. Haben wir die auch weg. Und jetzt haben wir hier noch die. Und wahrscheinlich kommen die hier unten dann auch, weil das ist, glaube ich, die gleiche Linie, mehr oder weniger. Wobei, die können wir gleich mal alle ersetzen. Hier auf dieser Linie. Okay, Linie aufrufen, Fahrzeuge konfigurieren. Alle ersetzen. Ersetze gewählte Fahrzeuge. Oh, neue Wagen, sehr schön. Und dich ersetzen wir mit Passagier. Das wäre das Teil, aber wir ersetzen sie gleich mal mit moderneren Fahrzeugen. Ersetzen, dankeschön. So, jetzt haben wir hier noch den Zustand schlecht. Das würde ich mal noch lassen, weil das kostet alles Geld. Sonst ruinieren wir uns damit. Wir lassen es mal, werden aber, ich würde sagen, in der nächsten Folge sicher noch mal gucken, dass wir hier diese Fahrzeuge auch ersetzen können. Gut, hast du schon was dabei? Nein, noch nicht. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert hier, was wir hier angeleiert haben. Wäre schon schön, wenn wir auch was verdienen würden, wenn wir jetzt schon so einen riesen Teil gemacht haben. Wo ist mein anderer Zug? Hat der was dabei? Oder wir können ja mal schnell gucken. Produzieren die hier? In einem gewissen Maße. Produktion 23, 23, Transport 0. Doch. Na, wir brauchen ja weitere Züge. Das ist definitiv zu wenig, was hier rumfährt. Da kommen wir nicht auf den grünen, Zweig. Jetzt, aber ich finde gerade den Zug mal wieder nicht. Wo düst du gerade lang? Gar nirgends. Wartest du? Oder bist du jemand anderes? Nee, du bist der Baumaterialzug. Warum muss der denn jetzt warten? Wegen dem hier? Weil wir hier kein Signal haben. Ja, weil das halt nicht zweigleisig ist. Hier wäre es eigentlich zweigleisig. Wir müssen im Prinzip hier nochmal ein Signal haben. Ja, aber das ist Gegenverkehr. Seht ihr? Da können wir kein Signal hinsetzen. Da müsste man das zweigleisig machen. Wo düst du denn hin? Ja, da einmal um eine Kurve rum. Okay, wir können es anders lösen. Wir machen das schnell, weil das kostet nicht viel. Wir machen das hier einfach zweigleisig. Dann können wir hier ein Signal setzen ohne Probleme. Und dann muss der andere dort eben nicht mehr warten. Jetzt warten beide. Echt jetzt? Naja, Moment. So. Das reicht eigentlich schon. Wie gesagt, das ist auch nicht allzu teuer. Signal. Einmal drehen. Boing. Und hier oben einmal. Boing. Warum jetzt der hier wartet? Der müsste doch hier rüber können. Und dann da rein. Nochmal die Linie aufrufen. Oder ist hier sonst wieder jemand im Weg? Oder stört einer von hier oben? Der hier. Aber der fährt ja hier eigentlich nur rein. Mal schnell gucken. Rohöl. Ne, der fährt ja auch da, der fährt auch nach da hinten hin. Okay, deswegen kann der nicht fahren. Sonst hätten wir hier dann ein bisschen viel Züge drauf. Aha. Gut, okay. Gut zu wissen. Wie machen wir das am besten? Nochmal ein Gleis offerieren, weil es dann doch mittlerweile ein paar Züge sind. Oder ich kann halt hier auch kein Signal setzen. Beziehungsweise ich könnte es. Aber sobald wir hier mehrere Züge haben, gibt es dann ein Problemchen. Im Prinzip müsste hier noch ein Signal sein, aber das ist halt auch eingleisig. Von wo kommt der denn? Da. Das heißt, er hat von hier her, also von diesem Punkt an, hat er im Prinzip Vortritt. Wir könnten das ein bisschen weiterziehen. Das möchte ich noch kurz machen. Dass wir hier ein Gleis haben. Moment, das müsste eigentlich funktionieren. Oder ist dort ein Signal? Nein. Also warum komme ich denn jetzt hier nicht rein? Halt. Machen wir das so. Da ist irgendwas mit der Weiche. Ja, das geht nicht. Okay, dann machen wir das auch nicht, sondern machen. Was machen wir denn? Wir machen das. Ne, da müssen sie rüber wechseln. Das ist ja auch irgendwie doof.
Der muss dann hier wieder ins Gleis rein. Ich mache das jetzt trotzdem so. Das ist mir ein zu großes Gewarte dort. Na? Dort ist die Weiche, dann komme ich hier raus. Okay, und baue dich. Nee, das ist irgendwie kompletter Käse. Moment, ich muss doch hier irgendwie... Warum geht das denn nicht? Immer mal Pause. Ich reiß das mal ab. So, irgendwas hat dort nicht gepasst. War da doch irgendwie ein Signal im Weg? Kann sein. So, ziehen das weiter. Bis irgendwie hier zum Bahnhof. Machen wir es mal bis hier hin. Okay, Signale setzen, damit das zweigleisig wird. Einmal hier. Schon ist es zweigleisig. Dann können wir hier aber nochmal einen Block machen. Ja, das passt soweit. Hier oben, hier oben. Und hier haben wir es eh, beziehungsweise hier fehlt natürlich noch ein Signal. So, jetzt haben wir es. In die andere Richtung haben wir dort das Signal. Gut, passt. So kann man das Ganze vielleicht ein bisschen besser organisieren, damit die Züge wirklich freie Fahrt haben. Ich kann wieder laufen lassen. Ja, der fährt. Ja, jetzt fahren alle. Genauso, wie sie das tun sollen. Jetzt war ich aber hier eigentlich ursprünglich unterwegs, um unseren Zug zu suchen mit Rohöl. Das ist er doch. Okay, der fährt gerade zurück. Kriegt hier hinten, jawohl, ordentlich. 366, ach du grüne Neune. Okay, wir müssen den, glaube ich, ein bisschen länger machen. Das kann ich machen. Ein bisschen Geld haben wir noch. Ich weiß, die Folge ist eigentlich schon rum von der Zeit her. Aber mein Gott, das machen wir jetzt natürlich noch schnell. Gewähltes Fahrzeug klonen. Nein, ich möchte im Moment kein zweites haben, sondern ich möchte Lokomotive. Die hier wäre neu. 40 km, 213, die ist sogar ein bisschen leistungsfähiger noch als die hier. Ja, nehmen wir dich, hinzufügen. Dann Wagen. Cargo, das wäre der hier. Moment, hinzufügen wäre eine Idee. Dann machen wir mal eine fette Kapazität. 65, wir brauchen sowieso noch einen zweiten. Mittelmäßig, das reicht. Ersetzen. Dankeschön. Der müsste jetzt bereits ersetzt sein. Wo bist du? Wo ist er denn jetzt hingekommen? Ach, hier hinten. Ja, da ist er doch. Und jetzt sehen wir nämlich diese Lokomotive noch. Die ist nämlich neu. Schaut mal. Sehr schön. Cool. Ja, wir brauchen ja trotzdem einen zweiten Zug. Das ist ganz klar. Das werden wir uns dann in der nächsten Folge nochmal in Ruhe ansehen, würde ich sagen. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Zeit, selber Kanal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.